So, grüß Gott und Heil im Ampera E. Abschluss meines Tests hier. Fazit. Und zum Abschluss möchte ich eigentlich nochmal zu dem Superlader am Stuttgarter Flughafen fahren. Muss nur gerade hier die Strecke mal checken. Gut, das sieht gut aus. Und wir fahren hier auch gleich los. So, haben hier leider ein bisschen Umleitung, bisschen Stau, geht aber. Jo. Mein Parkhaus hier. So. Kennt ihr ja schon zur Genüge. Ja, Opel Ampera e ist ja eigentlich ein GM Bolt. Wisst ihr alle inzwischen. Wird aber noch verkauft und ist Opel, also deutsch. Und genau das ist die Kombination, die bei mir in der Firma geht. Ich habe ja auch bisher immer Opels gefahren. Und jetzt ist hier mein Bild weg. Ein kleines Problem mit der einen Kamera hier. Jo, leider heute ohne Displaykamera. Ich erzähle euch einfach, was hier vorne steht. Fazit braucht das vielleicht auch nicht. Heute Morgen bin ich mit 15,4 Kilowattstunden dahergefahren, fast 50 Kilometer und jo, ein bisschen schneller. Das ist so der Verbrauch. Man kommt mit dem Auto aber durchaus günstiger raus. Ich habe ja eine Öko-Fahrt gemacht oder Super Öko mit 10 Kilowattstunden. Das geht auch. Was auf jeden Fall als Fazit ist, die Heizung ist nix. Im Winter war das ja nix. Die Klimaanlage ist in Ordnung. Hat im Grunde wenig bis keinen Mehrverbrauch. Das Auto ist also im Sommer einsetzbar. Oh, was machen Sie denn hier bei uns? Heute am Freitag, das ist natürlich obercool. Freitag. Freitag hier irgendwie am Eingang rumzubauen, ist natürlich eine gute Idee. Ich fahre heute nochmal zu dem Superlader. CCS 150 Kilowatt kostenlos. Vier Stationen am Stuttgarter Flughafen. Warum? Tja, weil ich die Ladeleistung sehen will. Wir haben hier noch ungefähr 60 Kilometer im Tank. Das ist, wenn ich hier so drauf gucke, 20% vielleicht. Könnte ich in der App besser checken. Oder sehen wir dann dort, wenn wir am Lader ankommen. Und ich sage ja immer, du sollst 50 Kilometer Restreichweite im Tank haben. Das wäre also jetzt der Test, wenn ich eine längere Strecke gefahren wäre. Und jetzt aufladen will. Also so die Urlaubssimulation so ein bisschen, ohne dass ich gefahren bin. Das muss man mal ganz klar sagen. Die Fahrt 200 Kilometer und dann laden haben wir ja schon gemacht. Das war aber ein 50 kW Lader. Und klar könnte man sagen, hey Junge, das war kein ordentlicher Lader für das Auto. Du brauchst einen, der mehr als 50 kW hat. Ja, ich war kurz mal an dem. Nee, war ich früher mal dran und da hat es nicht funktioniert. Da habe ich 36 Kilowatt, glaube ich, gekriegt. Das war ja so, dass im Winter ging ja gar nicht mehr. Deshalb hier jetzt nochmal der Sommertest, weil ich fahre jetzt auch eher im Sommer im Urlaub, muss ich durchaus zugeben. Und da zeigt das Auto die Reichweiten von 400 Kilometer an. Also die große, große Stärke von diesem Auto ist der Akku mit 60 Kilowattstunden und damit die große Reichweite. Ja, und dazu gehört natürlich dann auch, okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, 350 Kilometer gefahren und möchte jetzt, sagen wir mal, noch für 200 Kilometer aufladen oder den Akku halb aufladen. Das kommt so ungefähr wieder mit demselben hin. Wie lange dauert denn das? Das ist jetzt genau das, was ich hier heute ausprobiere. An einem 150 Kilowatt Lader. Wie sieht das da aus mit dem Auto? Ja. Ansonsten so vom Fahren her, was ist zu sagen? Es hat viele so kleine versteckte Features, habe ich jetzt auch gemerkt. Jede Tür hat zum Beispiel einen Knopf für eine Zentralverriegelung oder Entriegelung. Hinten an der Kofferraumklappe leider nicht. Das haben andere Autos dafür wieder. Ich habe hier ein ziemlich großes Display. Ich finde auch die Integration hier von dem CarPlay Android Auto eigentlich sehr gut. Ich vermisse das nicht eingebaute Navi nicht, weil ich auch gerne die Real-Time Traffic Information habe und bin jetzt durch das Handy eigentlich unabhängig davon, kann auch das Handy ja in jedem Auto ranklemmen und ich habe immer meine ganzen Favoriten und so, finde ich eigentlich eher gut. Finde hier drinnen auch die Anzeige sehr gut, dass er mir anzeigt vom Akku her, was ist meine maximale Fahrleistung
Strecke, die ich noch schaffe damit, was ist die durchschnittliche und was ist so Minimum. Und das ja auch noch angepasst auf die letzten Verbrauchswerte. Finde ich eigentlich auch in Ordnung. Auch die Erkennung der Verkehrszeichen ist mit Kameratechnik, funktioniert alles auch sehr gut. Ja, es ist auch eigentlich genügend Platz in dem Auto, auch hinten im Kofferraum. Da kann man gar nichts dazu sagen. Klar ist es jetzt ein kompaktes Auto. Ja, es ist so Golfklasse auf jeden Fall. Ein bisschen höher gebaut, SUV-mäßig. Man sitzt eigentlich ganz gut soweit, da sage ich auch nichts dagegen. Und auch die Sitze finde ich jetzt auch völlig in Ordnung. So prinzipiell mal. Ja, auch Möglichkeiten hinten natürlich direkt einzusteigen, nicht über die vorderen Türen oder sonst was. Das sind keine Kompromisse, es sind Viertürer. Hinten können auch drei Leute zur Not sitzen. Es hat dazwischen keine Mitteltunnel-Geschichte oder sowas. Das ist alles eben. Flat, so wie man sich das vorstellt. Ganz toll, sage ich nichts. Super. Ich zähle die positiven Features auf. Es hat eine Wahnsinnsbeschleunigung, das Auto. 150 Kilowatt Leistung, das sind 200 PS, Leute. Ich habe da mal einen Beschleunigungstest gemacht, so 9 Sekunden schafft er ja oder weniger von 0 auf 100. Ich habe auch im Grunde nur den Normalmodus und den Sportmodus. Ja, jetzt fahre ich hier selber mal im L-Modus. Der L-Modus ist sowas wie der B-Modus, also der Brake-Modus. Das bremst selber, rekuperiert ständig übers Gaspedal. Das ist dann eher so ein Geschwindigkeitspedal, bis auch zum Stillstand abbremst. Vermutlich dann ja am Ende auch mechanisch, schätze ich mal. Also ganz genau wie im Leaf 2 eigentlich. Und funktioniert super. Und wenn ich das nicht drin habe, wenn ich diesen anderen Modus, diesen D-Modus drin habe, ist ein bisschen weniger die Rekuperierung. Ich kann dann aber mit so einem Pedal hier, das ich hier hinterm links habe, hinterm Lenkrad auch rekuperieren, bremsen. Also super Geschichte. Kann ich nichts dazu sagen. Das ist alles gut. Ja. Wo es jetzt anfängt, schwierig zu werden, ist doch der etwas zu hohe Verbrauch für das Auto. Prinzipiell mal, wenn ich alles so jetzt nicht drauf achte und normal fahre und auch normale Geschwindigkeiten fahre, ist es höher als bei anderen Elektroautos. Nicht wesentlich, sagen wir mal so, aber das Auto selber nimmt ja einen Verbrauch von 15 Kilowattstunden an. Es ist vielleicht im Mittel auch ein realer Wert. 15,9 glaube ich sogar, also eigentlich 16 Kilowattstunden, muss man nochmal ehrlich sagen. Das größte Problem von dem Auto ist fehlende Assistenzsysteme. Also es hat einen normalen Tempomaten ohne Abstandsregelung. Das ist für mich sehr, sehr schade. Bin ich gar nicht gewöhnt so. Meine letzten Autos, die ich selber so wirklich gehabt habe, haben alle einen adaptiven Tempomat mit Radartechnik gehabt. Und das glaube ich nicht, dass ich dahinter wieder zurück möchte. Das müsste dann das Auto doch viele, viele andere super Features haben, dass ich da Kompromisse eingehe. Ja, das ist so mein größtes Manko und auch diese Lenkassistent oder Unterstützung, so ein bisschen Spurhalteassistent, die da ist, ist viel, viel zu wenig. Das ist nicht Stand der Technik. Ich sage immer, GM hat den Bolt ja eigentlich als autonomes Fahrzeug auch auf der Straße. Es kann nicht sein, dass die da mit der Technik arbeiten. Entweder sind die Sensoren drin, es fehlt bloß die Software, oder aber tatsächlich zu wenig Sensorik drin, geht gar nicht. Er zeigt ja so ein bisschen nach vorne an, wie viel Sekunden das nächste Auto vor einem ist, also da ist was, aber sie haben es nicht als adaptiven Tempomaten hier bereitgestellt. Schade. Da sind Abstriche definitiv und bisher auch in der Ladetechnik, deshalb jetzt nochmal die kurze Fahrt in diesem Fazitvideo da zum Superlader CCS, um das nochmal zu checken. Die 50 Kilowatt, die angegeben sind, habe ich bisher so nicht gesehen, nicht wirklich und auch vor allem nicht über einen längeren Zeitraum. Das ist ein bisschen schade, das ist dann wohl die Maximalleistung, die man in irgendwelchen Idealfällen bekommt. Wobei ich jetzt nachgeguckt habe, das Auto selber redet von 25 Grad Idealtemperatur und wir haben heute eine Außentemperatur von 33 Grad. Das Auto stand jetzt im Parkhaus im Schatten und ich denke aber sowas in die Größenordnung 25 Grad müsste jetzt auch der Akku sein. Klar ist er nicht warm gefahren. Ich fahre jetzt ja hier bloß die paar Kilometer da zum Flughafen raus. Trotz allem eigentlich meiner Meinung nach zumindest in der Größenordnung, wo das in dem Idealbereich wäre. Gucken wir es uns an. Das andere, was ich ja gemacht habe, ich habe ihn ja warm gefahren mit 200 Kilometer Fahrt und dann aufgeladen.
an der 50 kW-Säule hatte nicht so die super Ergebnis gebracht, schon besser als im Winter durchaus, aber nicht das super Ergebnis. Ja, und das ist so das Problem. Ich habe den großen Akku, kriege ihn aber dann nicht in der angemessenen Zeit wieder voll. Ich habe keine Ioniq-Ladetechnik, die sogar mehr als 50 kW bietet eigentlich. Also hat Opel oder GM selber nicht reingeschrieben ins Datenblatt. Kann sein, dass es funktioniert, deshalb fahre ich jetzt auch nochmal dahin. Das ist auf jeden Fall ein Manko und ich habe auch da so, sagen wir mal, wenig Hinweis im Auto, wie lange das dauert. Da bin ich so ein bisschen drauf angewiesen, dann doch dort eine längere Pause praktisch einzuplanen. Es gibt von Opel, ich habe das ja bei meinem Fahrt auch gezeigt, bei meiner Rapid-Gate-Fahrt, gibt es ja so ein Planungstool, was so ziemlich Tesla-mäßig aussieht, wo man auch Ladestationen schlägt er einem selber vor oder man kann sie selber reinmachen und er berechnet da ja auch irgendeine Ladezeit aus. Was er da annimmt, weiß ich nicht so genau. Das müsste man sich mal angucken oder selber versuchen auszurechnen. Ist vermutlich nicht so ganz realistisch. Da hat er wahrscheinlich irgendeinen Mittelwert. Das ist nicht abhängig wahrscheinlich von, weiß ich nicht, ob es von Temperatur, Auto. Es ist auf jeden Fall nicht keine Live-Daten, weil er hatte ja, es war ja ein Planungstool. Jo. Das Auto ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Für das, was es so leistet. Der Akku wird hier sehr, sehr teuer bezahlt. Ich komme auf um die 50.000. Ein bisschen Abzug kriegt man ja noch, Prämie vielleicht 5.000. Das Auto ist auf jeden Fall wieder teurer geworden. Das ist so ein bisschen das Doofe an der Geschichte. Ist es einem das dann wert? Weil auch wenn ich es jetzt im Leasing habe und so weiter, ich rechne es nachher gegen ein i3 und gegen einen E-Golf im Leasing. Und das werden wir dann mal sehen, wie sich die Sachen da so vergleichbar sind. Bin ich selber gespannt, überrascht vielleicht. Ich vermute, dass das alles so ein bisschen schwierig wird. Ich habe ja auch mein Problem immer, 15.000 Kilometer kriege ich nur maximal und ich muss das Auto auf 4 Jahre leasen. Das ist beides sehr, sehr schlecht. Und da hätte ich jetzt hier die Frage an meine Fachabteilung, ob man nicht so ein Auto mit so einem großen Akku und einer so größeren Reichweite dann nicht eventuell auch mit einer, sagen wir mal, größeren Laufleistung bekommt, 20.000 oder sowas. Weil ich fahre ja 60 Kilometer am Tag, da komme ich ja kaum hin mit dem 15.000. Da dürfte ich am Wochenende gar nicht mehr fahren. Also da mal gucken, ob ich da irgendwas hinkriege. Ja, soweit ist mal hier mein Fazit so ein bisschen. Ist also nicht eindeutig. Das Auto ist gut für Leute, die täglich mehr als, sagen wir mal, 100 Kilometer fahren müssen. Da ist es auf jeden Fall super, dann müssen die nämlich nicht drum bangen, nach Hause zu kommen, beziehungsweise in der Arbeit oder an den Destinations nicht nachladen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Für mich jetzt ist es okay, ich könnte die ganze Woche damit fahren, habe ich jetzt auch gemacht zum Beispiel. Das ist jetzt mein Wochenpensum und ich habe immer noch um die 20% drin, wird also sauber nach Hause kommen und könnte dann dort über Nacht laden. Also 5 Tage kann man gut damit fahren. Bei meiner Fahrstrecke, wie gesagt, 60 Kilometer am Tag. Ist aber die Frage, ob ich das muss. Ich könnte ja auch in der Woche mal kurz nachladen. Das ist nicht so mein Use Case dafür. Ich hätte es dann eher als Reserve für die Langzeit so gesehen. Lass ich hier gucken, dass ich auf die andere Spur komme. Gut, also wir fahren hier Richtung Flughafen. Ihr seid mal live dabei, wie man da hinkommt. Falls ihr mal den super CCS-Charger hier am Stuttgarter Flughafen sucht, ist im Grunde die Kiss-and-Ride-Spur, muss man anfahren. Das ist auch das, was ich jetzt hier eingegeben habe. Und weiß nicht, ob er mich da richtig hin navigiert. Es ist so ein, kostenfreier Parkplatz am Stuttgarter Flughafen. Man orientiert sich so ein bisschen an den Tankstellen, die gleich am Anfang kommen, zumindest wenn ich von dieser Seite hier komme, also aus Richtung München, muss man auch frühzeitig rausfahren, sonst kommt man ziemlich gerade drauf, da muss man einfach nur gerade rüberfahren. Okay, ja. So, Handling, das Auto ist sehr sportlich unterwegs, ich sage immer fast zu sportlich von der Beschleunigung her und so und das Fahrwerk ist darauf gar nicht ausgelegt, ich kriege die Räder ja zum Durchdrehen, das kriegt man hin und es ist auch nicht so wirklich, sagen wir mal, kurvenstabil. Also wenn man das in einem ADAC-Tester fahren würde, wird man wahrscheinlich überrascht sein, dass man doch aus der Kurve getragen wird.
Oh, jetzt hat er hier aufgegeben. Hat er mich doch auf ein falsches Ziel. Muss ich so weiterfahren? Gut, aber ich weiß ja, wo es ist. McDonald's kann man sich auch orientieren. Es ist gegenüber von McDonald's im Grunde. Jetzt mache ich Werbung hier für den Chemiker. Ja, wir sehen es aber gleich. Ja, also ich würde immer sagen, das Auto ist auf B-Prio bei mir. Wäre schön, es würde noch so ein Hinweis kommen, so, ja, demnächst Software-Update mit adaptiven Tempomaten. Hopp, dann wär's A-Prio, würde ich sagen. Ja, aber solange das nicht ist, hab ich so, das eine ist die hohe Reichweite, große Reichweite gegen fehlenden Komfort, ne? Komfort in Bezug auf, hier muss man jetzt links fahren. P8 bis 14 heißt das und SAB Busterminal, da sind auch die ganzen Flixbusse, die halten da hinten am P14. Muss vor dem P14 rumfahren. Ja. Oh, ich bin jetzt hier im roten Bereich auch, zeigt er mir jetzt hier. Das ist dann, glaube ich, so bei unter 20%. Können wir nachher mal in der App gucken, wo wir stehen eigentlich. Ja, also es müssten sich wirklich, wirklich einige Kriterien da noch verbessern, dass ich das Auto wahrscheinlich so wirklich auf dieses 4-Jahre-Leasing da mich da einlassen würde. Ich weiß auch noch nicht, ob wir dieses Jahr den Versuch machen, damit mal in Urlaub zu fahren. Wäre ein Versuch wert. Bei den anderen Autos müsste ich faktisch fast zweimal nachladen. Wenn ich nur 200 Kilometer damit fahren kann, so einem Leaf oder einem E-Golf vermutlich, weil ich fahre die Dinger ja nicht auf null runter. Ja, also man merkt es dann schon, da muss man dann auch um jeweils wahrscheinlich eine Stunde einplanen zum Nachladen. Ist jetzt halt die Frage, wie das hier bei dem Auto aussieht. Vermutlich nicht viel anders, aber man hat irgendwie schon diese 350, 400 Kilometer, die da angezeigt werden. Das ist das, was ich eigentlich von einem E-Auto erwarte, das ist richtig. Das sagen ja auch viele so. Das ist die Dimension, wenn ich Leute frage, das erwarten die, da steht, sollte auf jeden Fall draufstehen. Ich weiß noch, mein allererstes Auto, was ich hatte, das hat immer 400 Kilometer gekonnt. So, jetzt fahren wir hier rechts auf die Fahrspur vom P12. Ja, hier rumfahren, das ist jetzt schon die Kiss-and-Ride-Spur, steht da oben auch. Und ein bisschen auf die Leute achten hier. Und dann hält man sich links. Warum die da parken, weiß ich nicht. Weil das ist so eine Zone, da kann man gut auch durchfahren. Das ist eigentlich zum kurz anhalten, Leute rauslassen gedacht. Da muss man hier ein bisschen aufpassen. Und da ganz, ganz vorne seht ihr die Stationen stehen. Da ist nämlich nie was los. Das ist super. Leider stehen die wieder knalle in der Sonne. Die Parkplätze im Schatten sind alle für Behinderte. Sauber freigehalten. Hier könnte man auch halten. Haben die, glaube ich, ja nicht gesehen. Ich fahre jetzt da zu der Station. Alle sind in der Sonne. Ist also vollkommen wurscht. Muss man gerade überlegen, wo ist mein Anschluss? Ich glaube, da hinten. Ich fahre mal davor. Ich glaube, da ist er. Muss man checken. Oder ist er auf meiner Seite? Kann auch sein, dass er auf meiner Seite ist. Muss mal kurz mir überlegen, wo der eigentlich ist. Ja, und gleich geht's weiter mit dem Laden hier. Ja, so sieht es hier im Hauptdisplay aus. Irgendwie um die 50 Kilometer Restreichweite. Hier zeigt das 54. Und ich gucke mal hier rein. Wenn man hier in der App nämlich reingeht, sieht man auch, das sind 15%. Sieht man das? Ja, 15% Restreichweite habe ich jetzt. Und ich stecke jetzt mal ein. Ladebuchse geht übrigens jederzeit auf, auch wenn das Auto abgeschlossen ist. Hier mal das raus und den Tankstutzen holen. So, Auto connected. Wird aufgebaut hier, erwarte Link und so weiter. So, Ladung wird vorbereitet. Gleich sehen wir die Spannung hochfahren. Dann sehen wir hoffentlich, was er hier auch kriegt, weil die Anzeige ist eigentlich ganz gut. Jupp, wir haben es, 14% und eine Stunde. Ja, er fährt jetzt die Leistung hoch. 30, 35, 40, das sieht gut aus. Am Anfang sieht es immer gut aus. 51, das wäre ja super. Wir müssen aber gucken, wie lange er die hält. Also 51 sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Und eine Stunde Ladezeit, das ist bis zu ungefähr 85% kalkuliert, glaube ich, die Station hier immer. Ja. Sieht
gar nicht so schlecht aus. Ich gucke das gleich mal parallel im Auto. Ja, auch im Auto, da rechts seht ihr das, 49,50 hat er jetzt schon. Ist aber tatsächlich die Frage, wie lange er das praktisch so hält. Das ist hier die große Frage. Oder ob er das nicht gleich nach irgendwelchen Minuten, ich mache mal hier meinen Timer und lasse den mal mitlaufen, dann doch gleich wieder runternimmt. Also eine Stunde Ladezeit sieht er jetzt vor. Wir sind bei, hier drüben sieht man das auch, 15.44 Uhr und er sagt auch hier eine Stunde. Wobei draußen die Station meiner Meinung nach nicht bis 100% das anzeigt. Weiß nicht, ob das Auto abhängig ist. Also ich bin mit dem i3 hier gewesen, der hat bloß bis 85% geladen und dann fing er neu an zu zählen, zu berechnen. Bin jetzt hier erstaunt, Leute, dass der Ampera E tatsächlich hier am Anfang ziemlich gut mit 50 Kilowatt lädt. Schauen wir mal, wie lange er das da so beihält. Ob er nicht nach 5 Minuten gleich was anderes wieder anzeigt. Das war nämlich so meine bisherige Erfahrung hier an dieser Station mit vielen Autos. Am Anfang sieht super aus und dann flaut's ab. Ja, hahaha, ich muss natürlich andersrum hinstehen. Der Ladestutzen oder Ladeanschluss ist ja auf der Seite vom Fahrer vorne. Wenn ich hier gerade reinfahre, wie es sein soll, in Fahrtrichtung, stehe ich falsch rum und dann klappt das nicht. Und deshalb drehe ich hier einfach immer um. Ich bin hier, stand hier oft schon so falsch rum. Die Polizei hat noch nie was gesagt. Hier fährt nämlich oft, dass die Polizei vorbei tut. Übrigens vorbildlich gekennzeichnet hier. Und da hinten hat es nochmal zwei Lader. So, wir hängen hier an dem. Und da kommt die Anzeige. Ja, auch hier noch über 50 kW Ladeleistung. Okay, sieht gar nicht schlecht aus. Also sollte man sich auf Langstrecke tatsächlich so eine Schnelllade-CCS-Station suchen, dann ist man auf jeden Fall gut dran. Und hier Kalkulierung weiterhin auf einer Stunde. Wir beobachten das jetzt mal so in 5 Minuten Schritten. Ja, nach 5 Minuten haben wir immer noch die 50 Kilowatt und ich dokumentiere das jetzt auch doch per Zeitraffer für euch. Ist einfach einfacher für mich. Jo, wenn ich hier einen Zeitraffer laufen habe, muss ich natürlich auch irgendwas filmen, damit man auch im Zeitraffer irgendwo einblenden kann. Also, Auto steht hier an der Ladestation. Da hinten seht ihr die ganzen Busse und sowas. Ja, jetzt müssen wir hier halt eine Stunde warten, mehr oder weniger. Oh, sieht richtig gut aus hier an dem Schnelllader, muss ich ja schon sagen. Okay, die anfängliche Euphorie. Nach 20 Minuten haben wir jetzt doch die 40 kW dann erreicht. Akku noch nicht halb voll. Das heißt, kann sein, dass dieser Test mit höheren Ladeleistungen nur funktioniert, wenn der Akku tatsächlich auch ziemlich leer ist. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. 50% Akku wieder erreicht. Er zeigt mir hier jetzt 183 Kilometer Reichweite. Gar nicht schlecht. Wir haben noch knappe 40 kW Ladeleistung und sollen 35 Minuten noch warten bis Vollladung. Also für euch im Zeitraffer scheint das vielleicht lustig zu sein, hier mal eine Stunde zu laden. Ansonsten ist das natürlich hier ziemlich langweilig. Ich weiß nicht. Man kann im McDonald's essen gehen, man kann einen Flughafen besichtigen, sonst ist hier tatsächlich nicht viel los. Gut, im Flughafen gibt es bestimmt auch irgendwelche Shops oder sowas, natürlich teuer. Aber ich muss das Auto ja bewachen. Also die Ladesäule macht Geräusche, das Auto selber macht eigentlich jetzt hier so keine Geräusche. Wenn, dann werden sie übertönt. Bisschen Klimaanlage vielleicht. Ich muss mal die Klimaanlage kurz ausschalten, dann kann man hören, ob es irgendwas hier unten doch gibt. Ja, hier unten hört ihr die Akkuklimatisierung. Irgendwas ist zu hören. Okay, das Auto hat irgendwas eingebaut. Ansonsten hier tatsächlich ziemlich langweilig. Interessanter Moment. Nach ungefähr 40 Minuten habe ich auch sowas von 250 Kilometer wieder drin.
Wäre also eine gute Gelegenheit, die nächsten 200 Kilometer zur nächsten Ladesäule zu fahren. Das kann man also mal so rechnen. 40, 45 Minuten, also 30 Minuten ist zu wenig. Eine Stunde ist mehr Sicherheit, das sehen wir dann, wo wir bei einer Stunde sind. Aber so 45 Minuten für 200 Kilometer wäre ganz gut. Also 250 Kilometer reingeladen oder wieder auf dem Stand von 250 Kilometer, damit das Auto mit etwas Reserve an der nächsten Ladestation ankommt. Das ist jetzt hier so meine Idee ja immer. Und wir haben noch 38 Kilowatt Ladeleistung hier im Auto. 39, gar nicht so schlecht. Läuft noch gut rein bei Opel GM. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. 11 Minuten oder 12 Minuten bis 80%. Ups, und wir sacken jetzt hier massiv ab in der Ladeleistung. Schauen wir uns das mal an der Säule an. Ja, hier so bei 70% rum sind wir und wir haben 25 Kilowatt noch Ladeleistung. Ja, jetzt kommt natürlich der massive Einbruch da oben. 12 Minuten bis 80%, sagt das Auto. Ja, das ist wohl das, wo wir jetzt hier rauskommen. Also diese Zeitangaben sind hier auf 80%. Gleich ist unsere Stunde hier erreicht und wir haben auch hier noch 2 Minuten und dann schauen wir mal, was er da gemacht hat. 80%. Über 300 Kilometer Reichweite, je nach Fahrstil wieder reingeladen. Also hier auf der Seite ist jetzt der Ladevorgang eigentlich abgeschlossen. Hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Ich mag schauen, ob wir an der Ladestation jetzt noch erkennen können, wie lange er denn noch braucht, um die restlichen 20%. Hier sieht er es nämlich. Wir sind tatsächlich genau bei 80%. Wie lange braucht er noch, um die 20% reinzuladen? Hat er jetzt irgendwie sowas von 25 kW hat er noch? Ja, und das ist das Fatale. Um die letzten 20% hier reinzuladen, braucht man noch mal eine Stunde. Also 2 Stunden würde er brauchen hier, selbst an dem Schnelllader, Ultraschnelllader, 150 kW, um das Auto komplett zu laden. Also das klappt nicht. Also 80% ist tatsächlich hier so eine Hürde. Und dann, weil jetzt läuft er hier mit 25 und vermutlich wird er da sogar noch runtergehen. Also das ist der Stand der Dinge hier, deshalb brechen wir jetzt hier eigentlich auch ab. Jo, Schnelllader beim Stuttgarter Flughafen, 150 kW. Seit neuestem ist hier sogar mal ein Schild angebracht. Normalerweise sieht man nämlich jetzt hier gar nichts an diesen Ladern. Keinerlei Branding. Das Einzige, was es hier gibt, sonst hier völlig blank, das Teil. Ja, ja, und bei 82% habe ich wieder 300 Kilometer reingeladen und das waren jetzt hier 1 Stunde 5 für 300 Kilometer bzw. 250 Kilometer reinladen. Hatte ja noch 50 Kilometer Rest. Muss mal kalkulieren. Wenn ihr 1,5 Stunde kalkuliert, seid ihr noch sicherer dran. Das ist so die Größenordnung, aber ihr braucht einen ordentlichen Lader. Jo, soweit hier aus dem Ampera E nochmal. Letzter Ladeversuch von meiner Seite für Langstrecke. Eigentlich ziemlich erfolgreich. Und mein Fazit habt ihr mitgekriegt. Wie gesagt, immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.